Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich und willkommen zum heutigen Video. Leute, heute wird es ganz gemütlich, es wird nichts super Aufregendes, lehnt euch zurück. Wir sprechen ein bisschen über ein Thema, das mir persönlich super wichtig ist und zu dem ich auch öfter von euch in den Kommentaren angesprochen werde. Holt euch ein Teechen oder was auch immer ihr gerne möchtet, macht euch eine leckere Duftkerze an, genießt es einfach und ich bin natürlich super gespannt, auch eure Meinung und Erfahrungen und Tipps zu diesem Thema am Ende in den Kommentaren zu lesen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ins Thema und ich sage euch schon mal vorweg, es gibt nicht die perfekte Lösung, wie ihr euch selbst mehr liebt. Ja, die gibt es einfach nicht. Ich habe das schon mal in mehreren Videos so immer aus Spaß gesagt, dass ich selbst immer noch so auf der Reise bin, dass ich da noch nicht angekommen bin und dass dieser YouTube-Kanal auch meine persönliche Selbsttherapie ist. Aber it is what it is, ja. Wenn man halt das Thema Selbstliebe googelt oder halt auch bei Influencern Inhalte dazu konsumiert, dann sieht es immer alles total einfach aus und es ist alles super schick und mach genau das und du liebst dich ab sofort, forever and ever und ach, alles ist toll. Diesen Weg und diese Lösung, ich verspreche es euch, die gibt es nicht. Und ich habe tatsächlich jetzt auch im letzten, ja, ich würde sagen in dieser Wintersaison vielleicht, ja, auch wieder eher so für mich selber halt eine Verstimmung, würde ich es nennen, die mich auch strugglen lässt, ja. Und es ist tatsächlich auch ein ewiger Struggle. Ihr werdet wahrscheinlich euer Leben lang niemals da rauskommen, euch selbst immer wieder aufs Neue kennenzulernen und dass ihr euch immer wieder in euch selbst neu verliebt. Das ist ein stetiger Prozess, aus dem kommen wir alle, glaube ich, nicht wirklich raus. Und der wird auch niemals beendet sein. Aber ich muss persönlich auch sagen, und das ist gut so, denn sonst würde ich ja auch auf der Stelle stehen bleiben. Die Frage nach der Selbstliebe ist halt wahrscheinlich genau so lange schon ein Thema, wie es überhaupt irgendwie das Wort wahrscheinlich gibt. Und meine persönliche Reise war sicherlich ähnlich zu der, die ihr wahrscheinlich erlebt habt. Ja, also ich glaube, jeder von uns hat halt Momente im Leben, Schicksalsschläge nennt man das immer so ganz dramatisch, ja, aber einfach, man erlebt Dinge im Leben, die einen natürlich strugglen lassen, die einen ja vor Herausforderungen stellen und die einen auch vor die Tatsache stellen, dass wir wieder neu sozusagen mit einer Situation klarkommen müssen. Seien das jetzt toxische Freundschaften oder Beziehungen, sei das Betrügen, betrogen werden, all diese Dinge, die da halt so zwischenmenschlich passieren können, sich selbst in einer Partnerschaft verlieren und nicht mehr wissen, wer man selber eigentlich war. Und natürlich feindet man auch über die ganzen Jahre mal den eigenen Körper an, weil der sich in eine Richtung entwickelt, die man einfach nicht möchte und wo man auch erstmal sich denkt, nein, ich will das nicht, aber es lässt sich halt nun mal nicht aufhalten. Und natürlich hatte auch ich und habe ich auch immer wieder mal Momente, wo ich in den Spiegel blicke und mir denke, WTF, ja, so mal auf ganz Deutsch gesagt. Wir sind ja hier auf dem sehr ehrlichen Kanal, ne? Also ich bin auch nicht immer hundertprozentig zufrieden, aber es gibt natürlich so ein paar Dinge, die man tun kann und die ich auch für mich selber gelernt habe, um letztendlich einfach permanent an dieser Selbstliebe zu arbeiten und die hoffentlich ein kleines bisschen besser herzustellen. Und vielleicht ist da ja wirklich heute für euch ein Tipp dabei. Und als ich für dieses Video recherchiert habe, habe ich natürlich auch mal, oder beziehungsweise mich vorbereitet habe, habe ich ja auch mal links und rechts ein bisschen was gelesen, beziehungsweise man ist ja öfter mal mit dem Thema konfrontiert, schaut auch mal ein YouTube-Video dazu, hört sich die Meinung von anderen Leuten an. Und ich habe jetzt zuletzt ein Dossier im Happiness-Magazin gelesen, das mir nochmal so diesen letzten Denkanstoß gegeben hat und wo viele Punkte drin standen, wo ich dachte, ja, ganz genau so ist es. Und dieses Magazin lese ich aktuell und super gerne über die Readly-App, Leute. Ich habe die euch schon mal vorgestellt und möchte das hier nochmal zum Anlass nehmen und auch diesen Artikel, um euch das nochmal näher ans Herz zu legen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Artikel hat mich nochmal so ein bisschen auch wieder fokussiert, auch mir noch mehr wieder Dinge klarer zu machen und auch wieder mehr an der eigenen Selbstliebe zu arbeiten. Wir gehen auch gleich noch auf einige der Punkte ein, aber ich muss euch erstmal sagen, wie unfassbar
sehr ich das einfach genieße, Magazine zu entdecken und einfach mir neue Inspiration holen zu können und das halt wirklich alles sozusagen in meiner Handtasche, einfach nur im Handy drin, was einfach unfassbar praktisch ist. Ich lese schon mein ganzes Leben lang super gerne Magazine und stehe da total auf die Abwechslung und bei Readly habt ihr halt genau diese Möglichkeit, dass ihr mit einem einzigen Account Zugriff auf unfassbar viele unterschiedliche Magazine habt, wo auch immer euch der Sinn nachsteht und dann könnt ihr das einfach ganz gemütlich lesen, wo auch immer ihr seid. Zu Hause, unterwegs, im Urlaub, ihr habt es einfach immer dabei. Ich finde es total großartig und vor allem finde ich natürlich auch großartig, dass ich nicht nur zum einen mir meine persönlichen Favoriten natürlich anlegen kann, was mir halt eine Übersicht einfach gibt, was ich gerade, also was gerade neu rauskommt, ne? Wenn von einem Lieblingsmagazin eine neue Ausgabe da ist, kriege ich immer direkt eine Benachrichtigung und weiß, ah geil, heute gibt es wieder was zu schmökern. Aber natürlich könnt ihr euch auch inspirieren lassen, neue Magazine entdecken, ne? Dafür gibt es dieses Entdecken Feld. Das ist super klasse, um sich neue Inspiration zu holen und einfach immer frisch zu bleiben. Und was ich auch besonders zu schätzen weiß, weil das ist auf den ersten Blick, dann denkt man sich so, okay, und wie soll ich das jetzt lesen? Aber es ist gar kein Problem, Leute. Denn es gibt halt die echt super gut gemachte mobile Lesefunktion. Seht ihr hier schon jetzt. Also da ist, das ist glaube ich für jeden lesbar, ne? Also auch für Mesh. Und da ist es dann nochmal extra aufbereitet und ihr könnt es wirklich ganz bequem auch sogar am Smartphone super gut lesen. Aber wenn ihr natürlich ein Tablet habt, ist die Readly-App absolut perfekt. Einfach alle Magazine ganz bequem in der Handtasche sozusagen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das finde ich super interessant, möchte ich unbedingt austesten oder auch meinen Account auffrischen, dann habe ich natürlich eine neue Aktion, von der ich euch berichten darf. Und zwar könnt ihr jetzt im Februar Readly einen Monat lang für nur 99 Cent testen. Das ist ein absoluter Kracherpreis für das, was ihr da alles lesen könnt, Leute. Also geht super gerne mal in der Videobeschreibung vorbei stöbern. Das ist direkt der erste Link. Schaut es euch einfach mal an. Es ist komplett unverbindlich. Ihr könnt es jederzeit wieder kündigen und ich kann es euch echt nur ans Herz legen, weil ich habe schon seit Jahren keine Magazine mehr gekauft. Ne? Das ist halt der Fortschritt an Digitalisierung, den wir lieben, okay? Also ich auf jeden Fall. Kommen wir also zurück zu diesem wundervollen Artikel, den ich in der Happiness gelesen habe. Und da gab es so mehrere Bausteine, aber ich möchte auf einige davon insbesondere eingehen, weil ich die selbst schon erlebt habe und euch meine Tipps und auch meine Erfahrung einfach teilen kann. Und ein Thema ist die Heilung. Es ist unfassbar wichtig, dass man natürlich aus allem, was man so erlebt, sei es jetzt eine toxische Beziehung, aus der man sich beispielsweise befreit hat, oder ganz konkret an meinem Beispiel, eine Beziehung, aus der ich mich befreit habe, wo ich irgendwann festgestellt habe, Sarah, das bist gar nicht mehr du. Irgendwie bist das nicht mehr du. Du warst doch irgendwie mal ganz anders. Wann bist du abgebogen und bist dieser Mensch geworden, hast deine eigenen Prinzipien über Bord geworfen und hast dich irgendwie so verändert in eine Richtung, wie du es dir nie hättest vorstellen können. Und das sind tatsächlich einfach Beziehungen und Momente, wo man sich sagt, okay, ich muss mich daraus lösen und ich muss einfach wieder zu mir selbst zurückkehren. Ich muss mich einfach selbst wieder heilen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, ein wichtiger Bestandteil und Schritt, den man einfach gehen muss, um letztendlich auch wieder positivere Beziehungen zulassen zu können. Und für diese Heilung darf man sich auch Zeit nehmen. Jeder braucht wahrscheinlich unterschiedlich viel Zeit, wenn man sich aus einem schädlichen Muster sozusagen befreit hat, sei es jetzt eine Beziehung, eine Freundschaft, ein Job oder was auch immer oder halt irgendeine andere Angewohnheit im Alltag, die ihr schon immer mal dran geben wolltet, weil ihr tief im Innersten wisst, dass es euch eigentlich nicht gut tut, dann ist dieser erste Schritt unfassbar schwer, aber wenn ihr den erstmal gegangen seid, dann spürt ihr plötzlich, wie einfach gemeinsam mit diesem Heilungsprozess auch die Erleichterung eintritt. Und das ist tatsächlich immer das befreiendste Gefühl, finde ich, und hat mir immer wahnsinnig viel gegeben und mich unfassbar motiviert, wieder selber zu mir zurückzufinden und zu sagen, ja, genau das bin ich und genau so möchte ich jetzt weitermachen. Und die Menschen, die dazu passen, die werden mir begegnen in Zukunft. Eine Sache, die uns auch oft nicht leicht fällt, und das ist für mich der zweite große Punkt, geht schon ein bisschen so einher mit dem Thema Heilung, aber das ist Loslassen. Denn viele Menschen leben einfach sehr stark in der Vergangenheit. Also man sagt ja mal schnell so, ach ja, früher war ich ja schlanker, ach früher war ich viel hübscher, ach früher hatte ich weniger Falten, früher hatte ich hier, früher hatte ich da. Das müsst ihr alles loslassen. Weil wenn ihr immer nur verankert in dieser Vergangenheit lebt, dann bekommt ihr gar nicht mit, wie wunderschön eure Gegenwart sein kann.
und wie grandios überhaupt erst eure Zukunft sein wird. Das im vergangenen Leben ist eine Eigenschaft, die ich tatsächlich eigentlich so noch nie wirklich hatte. Zum Glück, weil sie tatsächlich auch einen selbst sehr, sehr, sehr stark immer zurückwirft, weil man einfach nicht offen und frei für neue Erfahrungen ist. Man hat immer diesen Anker, der einen so ein bisschen so zurückhält und das ist einfach nicht gut für die persönliche Entwicklung, fürs Weiterkommen und auch natürlich fürs Thema Selbstliebe, weil ihr werdet euch verändern. Ihr werdet da nicht drum herum kommen. Wir werden älter, wir bekommen Falten, wir nehmen mal ein Kilo zu, wir nehmen mal ein Kilo ab, ja. Es kommt ein neuer Partner und der geht wieder oder was auch immer passiert. Oder man bekommt Kinder, ja. Und das sind alles so Dinge, die einfach im Leben passieren und mit denen müsst ihr euch immer wieder neu einlassen und müsst euer altes Selbst immer wieder ein Stück weit auch loslassen. Und das ist auch gut so. Ich persönlich bin immer ein sehr starker Freund von Veränderungen. Ich liebe und lebe Veränderungen und brauche das auch in regelmäßigen Abständen. Und ich merke, ich kriege einen leichten Rappel, wenn ich mich lange nicht verändert habe. Aber das ist natürlich auch etwas, das ein bisschen typabhängig ist, aber man kann daran arbeiten. Und glaubt es mir, es kann euch wirklich nur gut tun, wenn man nicht immer so in dieser Vergangenheit einfach lebt. Und jetzt kommen wir zu dem größten Thema, das Thema Selbstwertgefühl. Ne? Denn das ist, da müssen wir an uns selber arbeiten. Da muss man wirklich so ins Innerste hören und alles andere ausblenden, was einem immer gesagt wird, was man liest, was man irgendwo wahrnimmt und so. Da geht es um ein ganz persönlich und das ist eine sehr schwierige Geschichte, das eigene Selbstwertgefühl tatsächlich in der richtigen Balance zu halten. Und auch ich gebe ganz offen und ehrlich zu, das gelingt mir auch nicht immer, ja. Aber man muss halt permanent daran arbeiten. Und ich möchte dazu einen Satz zitieren, weil ich den wirklich ganz, ganz toll fand. Und das Maß unseres Selbstwertes entspricht dem Maß, in dem wir uns gestatten, alle guten Dinge des Lebens zu empfangen. Das knüpft immer alles so schön aneinander an, aber es sind nun mal einfach diese Punkte, die letztendlich zu mehr Selbstliebe führen können. Und das eigene Selbstwertgefühl sagt ja auch das Wort schon in sich, der Selbstwert, der Wert, den ich mir selber zugestehe, den ich mir selber zumesse. Und das ist etwas, da muss man immer wieder sich selbst auch korrigieren und auch immer wieder aufs Neue sagen, ich bin genug und ich bin gut so, genauso wie ich bin. Das ist so eine total banale Übung. Das klingt immer so total bescheuert und so nach Grußkartenweisheit, ja, aber es ist tatsächlich so. Es geht da um den eigenen Glaubenssatz. Es geht darum, wie sehr glaubst du an dich selber, dass du es wert bist, dass du diesen Wert verdienst, ja, da muss man sich mit sich selbst auseinandersetzen, das mag man manchmal nicht, aber man kommt halt auch nicht drum herum, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt gerade aber super unglücklich, ich hasse mein Leben, ich hasse alle Umstände, ich hasse mich einfach wirklich selbst, ja, das sagt man auch öfter mal schnell. Aber was das letztendlich eigentlich alles für einen Groll und negative Stimmung verursacht, wenn man sich das immer so in dieser Negativspirale vor Augen hält, das merkt man oft viel zu spät. Und dann hat man schon meistens eine ziemliche Verwüstung hinter sich, ja, beziehungsweise um sich herum veranstaltet, indem, dass man, keine Ahnung, Menschen von sich wegstößt oder einfach sich selbst halt nicht gut tut. Und von daher müsst ihr euch immer wieder vor Augen halten, dass ihr natürlich auch ein Stück weit selbst dafür verantwortlich seid, was ihr euch selbst zugesteht an Glück. Aber ihr müsst auch immer euch vor Augen halten, jeder von uns hat genau das Gleiche verdient, nämlich einfach glücklich zu sein. Punkt. Und da gibt es nicht, ja, aber und naja, nächste Woche und ich muss erst noch 10 Kilo abnehmen und ah ja, aber vielleicht, wenn ich eine neue Anti-Verhalten-Creme ausprobiere, ne? Nein, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, euch selbst wertzuschätzen und euren eigenen Selbstwert einfach ganz nach oben zu heben, dahin, wo er hingehört. Und da gibt es eine schöne Übung, die ich tatsächlich auch im letzten Jahr erst zu Next Up noch gemacht habe, zum YouTube-Programm, wo ich ja mit dabei war. Und zwar sich 10 Dinge aufzuschreiben, die man an sich selbst wertschätzt. Das könnt ihr für euch ganz alleine im Stillen tun. Das muss niemand wissen, das muss niemand erfahren, das muss nie jemand lesen. Es ist wichtig, dass ihr es selbst lest und dass ihr selbst ehrlich diese Dinge runterschreibt und wirklich nur positive Dinge, ja, und nicht jetzt schon wieder darum mäkeln, so, ich mag aber an mir nicht das. Nein, es geht ums genaue Gegenteil, es geht um das Positive und wenn man das sich nochmal so schwarz auf weiß vor Augen hält
und das einfach liest und vielleicht sich auch irgendwo hinhängt, wenn es euch hilft. Ja, hängt es euch an den Spiegel. Dann werdet ihr merken, dass da doch viel mehr Selbstliebe für euch persönlich da ist, als ihr vielleicht zuerst eingeschätzt hättet. Letzter und wichtigster Punkt, der einhergeht mit meinem Lieblingsthema, nämlich der dauernden Veränderung. Und das ist das Thema Risiko und Risiken eingehen. Sich darauf einlassen, neue Dinge auszuprobieren. Denn nur dann kann sich eure Selbstliebe auch weiterentwickeln. Ich habe das schon gesagt, ihr werdet niemals auf dem Punkt stehen bleiben, wo ihr jetzt seid. Ihr seid morgen schon einen Tag älter und ihr werdet nichts daran ändern können. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, auch schon wieder eine Grußkartenweisheit, jeden Tag zu genießen und jeden Tag mit euch selbst auch zu zelebrieren. Und da solltet ihr auch auf jeden Fall euch immer frisch halten, immer Neues ausprobieren wollen, einfach offen bleiben, auch mal ein Risiko wirklich einzugehen. Denn jedes Risiko, das ihr eingeht, bietet auch die Chance, dass ihr eine komplett neue Facette an euch selbst entdeckt, dass ihr ein neues Hobby entdeckt, ein neues Gericht, ein neues Make-up, ein neues Outfit, wo ihr euch plötzlich denkt so, wow, das bin ich, das hätte ich gar nicht von mir erwartet. Und dann habt ihr wirklich alles erreicht. Und das ist letztendlich auch der Kern, weshalb ich immer sage, dieser YouTube-Kanal ist meine Selbsttherapie, weil ich einfach nie stehen bleibe an dem Punkt, wo ich noch letzten Monat war oder letztes Jahr mit meinen Videos. Dieser permanente Durst danach, etwas Neues zu kreieren und andere Dinge auszuprobieren, den müsst ihr unbedingt in euren Alltag integrieren. Das können super kleine Schritte sein. Wie ich gerade schon gesagt habe, probiert mal ein total verrücktes Gericht aus. Das wird plötzlich eure Geschmacksknospen irgendwie ganz anders stimulieren und ihr denkt ja so, wow, okay, dann möchte ich jetzt nächstes Jahr mal nach Indien reisen, ja? Es muss nicht immer direkt so eine Riesenveränderung sein. Es können ganz, ganz kleine Dinge sein. Aber einfach im Alltag euch jeden Tag ein Stückchen aus der Komfortzone heraus zu bewegen. Und ihr werdet auch merken, das tut eurer Selbstliebe und eurem Selbstwertgefühl auf jeden Fall gut. Meine Hübschen, ich hoffe, dass euch das Video noch ein bisschen helfen konnte, einfach den Blickwinkel mal wieder etwas anders auszurichten. Und ja, vielleicht war da tatsächlich noch ein Tipp für euch dabei oder einfach nur die richtigen Worte im richtigen Moment. Das ist immer meine persönliche kleine Hoffnung, wenn ich genau solche Videos drehe. Und nichtsdestotrotz liebe ich natürlich auch alle unterhaltsamen Videos. Und da kommen wir jetzt zum Kommentar des Tages. Der ist nämlich auf das Pärchen-Outfit-Video noch von der lieben Inka. Ganz liebe Grüße an dich persönlich. Sie hatte nämlich geschrieben, einfach klasse, ihr seid so herrlich zusammen. Ich habe so gelacht, danke dafür. Und das mache ich auch immer mit wahnsinnig großer Freude. Wenn ich euch einfach ein bisschen den Tag verschönern kann mit einem meiner Videos, dann macht mich das schon wahnsinnig glücklich und gibt meinem Selbstwertgefühl tatsächlich einen kleinen Push. Und in diesem Sinne freue ich mich, von euch in den Kommentaren zu lesen und eure Tipps und eure Reise vielleicht mal ein kleines bisschen zu erfahren. Schreibt das also super gerne unten rein und gebt dem Video ein Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!